Brief an Inge, die kleinen Knallerbsen. Eine Minigeschichte von Wiebke Worm, gelesen von Selbiger. Liebe Inge, seit so vielen Jahren schon vertreiben Knall und Licht die Geister des vergangenen Jahres. So soll es auch in diesem Jahr geschehen, denn ein Jahreswechsel naht. Und weil wir bald Silvester haben, denke ich an dich und schreibe diesen Brief. Ach ja, längst schon sind die Zeiten vergangen, wo sich Familien wie unsere und Freunde trafen, einzelne Raketen in Sektflaschen stellten und mit A und O die roten, grünen, silbernen oder goldenen Sterne, die nach einer kurzen Explosion den Himmel erleuchteten, bewunderten. Jede einzelne Rakete wurde gefeiert, erinnerst du dich? Es gab Knallfrösche, Piepmanscher, bengalisches Feuer und für die kleinen Knallerbsen. Was für eine Freude! Für uns war es selbstverständlich, dass man seinen Silvestermüll direkt entsorgt hat. Natürlich nicht, ohne vorher zu schauen, ob noch etwas glimmte. Trotzdem ist die ein oder andere Mülltonne in Flammen aufgegangen. Dann wurden die Knaller lauter und lauter, teilweise so laut, dass man denkt, ein Haus stürzt ein. Es gab Batterien mit Lichterbögen, heller, mehr, höher. Die Menschen trafen sich, um zu feiern. Und die Knallkörper wurden in die Luft gejagt und zwischen einem Schluck Bier oder Sekt oder was auch immer schaute man kurz hin. Wow, das war super. Was kommt als nächstes? Zumindest ist es das, was ich seit einigen Jahren wahrnehme. Ich mag mich auch täuschen. Übersättigung. Die Luft danach verqualmt. Und räumt noch jemand seinen Müll weg? Nein. Jetzt sind oftmals die Straßen rot gepflastert und die Luft so dick, dass Menschen und Tiere kaum noch atmen können. Ich bekomme keine Luft mehr und ich habe inzwischen schon 2 Tage vor Silvester Angst rauszugehen. Ich habe Angst vor den großen und viel zu lauten Böllern. Was, wenn jemand einen direkt zu mir schmeißt und ich das Gleichgewicht vor Schreck verliere? Inge, waren wir auch so? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich denke, nein. So, ich komme erst jetzt zum Weiterschreiben und denke, genug gejammert, denn eigentlich ist doch der Brauch, die Geister des alten Jahres zu verjagen, ein guter. Vor allem, weil das letzte Jahr wirklich anstrengend für uns alle gewesen ist. Und weißt du was, Inge? Ich bin heute doch noch kurz einkaufen gegangen und habe was wirklich Lustiges erlebt. In der Drogerie nebenan gab es noch so viel Feuerwerk, davon kenne ich fast nichts. Doch, Knallbonbons. Die hatten wir früher auch und verschiedene Wunderkerzen. Waren die nicht immer toll? Entschuldige, ich schweife ab. Also, ich stehe an der Kasse und vor mir war eine Familie mit einem kleinen Jungen. Beim Rausgehen fängt er laut an zu weinen. Papa lässt mich nicht Knallerbsen werfen. Papa lässt mich nicht Knallerbsen werfen. Ich musste wirklich lachen. Das kam so aus tiefster, fast verzweifelter Seele. Und da fielen mir unsere Knallerbsen ein. Was hatten wir für eine Freude daran, Inge, weißt du das noch? Wir haben geworfen und unsere Eltern waren total erschrocken, zumindest dachten wir das. Und jetzt machst du denken, ich werde verrückt auf meine alten Tage, aber halt dich fest, ich habe mir welche geholt. Einige davon lege ich mit in den Brief. Etwas platt gedrückt, damit das nicht so auffällt, und dann werden wir gemeinsam wie früher am 31.12. unsere Knallerbsen auf den Boden schmeißen. Was für eine Freude. Auch wenn du weit weg bist und ich nicht weiß, ob das bei dir im Heim überhaupt erlaubt ist. Wobei, so eine kleine Knallerbse, was macht das schon außer Freude? Ich gehe gleich nochmal raus zur Post, damit der Brief auch noch rechtzeitig ankommt und wir gemeinsam nochmal die Freude erleben können. Und wenn es nur in meinen Gedanken ist. Ach ja, ein Piccolo-Sekt habe ich mir auch geholt. Ich sag ja, ich bin dieses Jahr etwas verrückt. Und dann stoße ich auf uns an und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr doch nochmal sehen können. Und mir ist es egal, ob du mich erkennst oder nicht. Hauptsache, ich sehe und ich höre dich. Jetzt umarme ich dich, wünsche dir einen guten Rutsch und melde mich bald wieder. Deine dich liebende Schwester Erna. PS. Liebes Pflegepersonal. Es mag sein, dass meine Schwester Inge nicht mehr weiß, wer ich bin. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit finden würden, ihr diesen Brief vorzulesen. Mir ist bewusst, dass sie alle viel zu tun haben. Trotzdem frage ich das und eventuell kommt ja kurz die ein oder andere glückliche Erinnerung bei ihr hoch. Ganz toll wäre, wenn sie sie einmal die Knallerbsen schmeißen lassen würden. Sie hatte früher, oder wir hatten früher, so viel Freude an diesen kleinen Dingern.
Mir ist klar, dass das eventuell ein dummer Wunsch einer alten Frau ist, aber ich schreibe ihn trotzdem. Ihnen allen auch alles Gute für den Jahreswechsel und danke, dass Sie sich so liebevoll um meine Schwester kümmern. Hochachtungsvoll, Ihre Erna Bredmeier, in Klammern, anbei auch etwas für Ihre Kaffeekasse.